Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einer neuen Folge mit ein paar Informationen, die so ein bisschen durchgesickert sind. Und es gab schon wieder passend zum, kommenden Winterdorf, so die ersten so, das hieß so, ich kenne jemanden, der arbeitet bei Star Stable. Und da kam so langsam so diese Information raus, dass mehr als nur ein Uri kommen wird. Und das, was ja bekannt ist, ist ja das Eis-Uri. Wer es nicht kennt, das Uri mit der Fashion-Friese, was ich am Ende des Videos auch nochmal zeigen werde. Aber dann gab es so die Infos, es kommen wahrscheinlich noch zwei weitere Uris, wie jetzt eben passend zu Halloween, das eine alte und zwei neue. Und wenn ihr euch schon fragt, warum reite ich Fabi? Fabi reite ich aus dem Grund, denn das neue, oder besser gesagt, die neuen Uris sind mit großer Wahrscheinlichkeit Andalusier. Und diese Pferde kann man nämlich auch auf dem neuen Ladescreen von Star Stable oder auf dem Startscreen sehen, den ihr auf der Star Stable Seite seht. Da könnt ihr nämlich ein bisschen genauer drauf gucken und seht am Rand ein, ich sag jetzt mal, Re-Uri, was so ein bisschen in die Richtung, es ist halt ein Andalusier plus so ein bisschen die ein, das ist so ein bisschen eingeflossen, das ist so, es ist ein Winter-Uri, was passt am besten zu Winter? Schnee, Rentier, was kann man nehmen? Und so sieht es eben aus wie ein Re-Uri in der Art. Jetzt ist die Frage, was wird das zweite oder besser gesagt das dritte Uri werden? Wir haben ein Eis-Uri in dem, was ich euch am Ende jetzt noch zeige. Also was könnte dann das dritte sein? Da könnt ihr gerne mal ein bisschen mitspekulieren. Es könnte meiner Meinung nach, vielleicht ist es entweder ein Weihnachtsmann-Uri, wenn man schon ein Re-Uri hat. Das ist aber eher sehr unwahrscheinlich. Ich denke eher, wir bekommen sowas wie entweder ein Schnee-Uri, dass man sagt, das wird halt, was ist denn passend zum Andalusier? Weil das sieht ganz klar aus wie ein Andalusier auf dem Bild. Dann heißt es nämlich, dass wir ein Pferd haben, was sehr, sehr in diesem Stil hier wird. Und da finde ich, würde Schnee ganz gut passen. Aber eure Meinung dazu gerne in die Kommentare, was ihr vermutet, was das für eine Art Uri wird. Und ich denke, es geht eher in diese Schneerichtung. Eis haben wir ja schon. Was könnte es alternativ sein? Ich finde, Schnee könnte es sein. Was würde denn noch passen? Vielleicht ein Wichtel-Uri. Also so ein bisschen grünlich. Man muss ja auch gucken, bei sowas wie Weihnachtsmann oder Wichteln ist es ja eher das Outfit, was die Leute dazu macht und nicht eben irgendwie eine gewisse Optik. Deswegen denke ich eher, dass es sowas wird wirklich wie Schnee, vielleicht ein Schneemann-Uri, das würde vielleicht noch gehen. Aber es sieht sehr, sehr stark danach aus, als kommen zwei neue Uris mit dem Winterdorf. Das Winterdorf kommt nächste Woche. Vielleicht kommen direkt da schon die beiden neuen Uris mit rein, also drei Uris. Dann hätten wir übrigens drei Uris im Winterdorf. Sechs Tinker außerhalb des Winterdorfs. Damit hätten wir bis Ende des Jahres direkt nochmal 9 neue Pferde. Und dazu auch nochmal die Frage an euch. Werdet ihr euch davon was holen? Wie findet ihr so die ersten kleinen Sneak Peek vom Re-Uri? Und wie findet ihr es, dass wir jetzt wirklich innerhalb der nächsten 4 Wochen noch 9 neue Pferde bekommen werden? Was sagt 8 neue Pferde? Und ein altes Pferd. Und das zeige ich euch jetzt noch so zum Abschluss der Folge. So, denn das Pferd, was definitiv auch noch reinkommen wird, ist dieses gute Pferd hier. Mit der genialen Frisur, wo am Anfang die Leute dachten, dass es ein Einhorn ist. Dann eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.